Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist Philipp dabei und wir haben endlich wieder ein Ligier fertig und es war gefordert, dass wir mehr Krankenfahrschuh-Videos machen. Und ich finde den richtig schön. Was ist das? Kobaltblau Unilack? Ja. Richtig schön, hat der Kunde sich richtig gut ausgesucht. Du bist ja auch ein Fuchs, ne? Ja. Muss man manchmal sagen. Denn wir haben gesagt, wir haben eine Zeit lang ganz viele dunkelblaue Ligiers gehabt oder rote Krankenfahrschuhe. Und dann haben wir gesagt, verkauft doch den Kunden mal schöne Farben, dass wir auch mal was zeigen können bei YouTube. Ja, hat geklappt. Hat ganz gut geklappt. Ich habe meine schöne Farbkarte immer dabei und dann legt man die immer so schön aus und dann hat man so ein bisschen sein Farbschema. Und ich sage immer bei dem roten Ferrari Rot. Und das klappt immer ganz gut. Und meistens geht es dann so ein Rotton oder Blau ist natürlich auch eine sehr, sehr gefragte Farbe. Auf jeden Fall, was wir heute machen wollen, das ist jetzt wieder ein fertiger. Und ihr habt in dem letzten Agora-Video gesehen, dass wir immer eine Abnahme machen. Weil, ne, einmal alles durchgucken, das machen wir heute mit Philipp und Alex hinter der Kamera. Und mit der Drohne von oben und mit meinem Telefon. Ja. Ich und Philipp setzen uns jetzt mal in einen schönen Ligier und nehmen euch einfach mal mit. Erst Gurten, dann Spurten. Ja, genau. Ja, siehst du, erster Punkt. Ja, bei mir auch. Gurt muss leicht gehen, Digga. Genau, und deswegen machen wir auch so diese Überprüfung. Genau. Gurt, ne? Dass das alles leichtgängig wird, dass alles funktioniert. Genau, die Gummilippen hier dranbleiben und nicht abgehen, wenn man sie so ein bisschen fummelt. Ja, so die ganzen kleinen Feinheiten. Die Haptik muss auch passen, ne? Nicht, dass hier die Handschuhfachklappe, die entgegenkommt, muss alles schon ein bisschen wertig sein. Hier haben wir jetzt das Fahrzeug mit einem elektrischen Schok. Ihr habt in dem letzten Agora-Video gesehen, oder das kennst du auch, ja, dass man hier diesen manuellen Schok an der Seite hat. Das hat das Fahrzeug nicht. Kann aber dazu beitragen, wenn es richtig kalt ist, muss man schon mal ein bisschen länger orgeln. Ja, das auf jeden Fall. Das merkt man auf jeden Fall. Ja. Wenn es richtig knackig kalt wurde, jetzt vor 14 Tagen hatten wir es minus 20 Grad. Da musst du schon zwei, drei Mal drehen, dass genau, der Wagen anschaut. Deswegen nicht sofort denken, dass was faul ist. Man muss länger orgeln und ganz wichtig ist, man muss ihn kurz im Stand auch tuckern lassen, damit er ein bisschen warm wird. So reguliert, ne? Genau. Ihr könnt euch vorstellen, das ist ein automatischer Schok. Das Fahrzeug springt an und wenn ihr dann sofort Gas geben würdet, dann geht er aus. Genau. Deswegen kurz antuckern lassen. Ah, aber da kommt er. Schön. Jetzt haben wir auch das Gegenteil. 20 Grad plus knapp. Ne? Haben wir Temperatur. Ja. Aber trotzdem soll, wenn es kälter ist oder morgens, ruhig eine halbe Minute tuckern lassen, dass er ein bisschen Temperatur kriegt, der Motor, und dann kann man loslegen. Wir fahren einfach mal los. Auch hier Automatikgetriebe, Vorwärtsgang und los geht's. Wie bei der Boeing, sage ich immer, einmal nach vorne schieben den Hebel. Ich weiß jetzt gar nicht, das ist glaube ich sogar dein Kunde hier, ne? Was meinst du, wo der jetzt hingeht? Ja. Ja, doch. Deswegen auch nochmal ganz klar gesagt, die Fahrzeuge, die wir hier vorstellen, das sind keine Fahrzeuge, die ihr sofort bestellen könnt, denn wir haben immer noch Lieferzeit aktuell August, September. Ne? Ja, 6-7 Monate auf jeden Fall, weil das alles Fahrzeuge sind, die für euch und für eure Ansprüche komplett neu aufgebaut werden. Und in dem Fall hast du den Kunden ein richtig schönes Blau versprochen und das kriegt er auch. Genau. Ich finde, das ist eine richtig klasse Farbe. Ja, finde ich auch. Wir werden es euch gleich noch von außen so ein bisschen verfilmen. Viele unterschätzen ja immer oder denken, es ist ein Krankenfahrstuhl. Die wissen gar nicht, dass es eigentlich schon relativ autoähnlich ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich sage mal, es ist ein Auto nur zu heiß gewaschen. Ne? Das ist ein bisschen eingelaufen. Ja, das ist geil. Da sieht man zum Beispiel an den Sonnenblenden und so richtige Sonnenblenden. Man hat ein richtiges Lenkrad, man hat einen richtigen Tacho. So ein Schminkspiegel hier. Kannst du eine Freundin mitnehmen und immer schön. Sogar beleuchtet. Zwar indirekt, ja, aber beleuchtet. Beleuchtet. Hörst du das? Deswegen machen wir diese Abnahmenfahrten oder die Überprüfung. Genau. Hinten rechts ist irgendwas am Klockern, ja, wo wir nochmal gucken müssen. Ja. Den müssen wir gleich nochmal auf die Hebebühne nehmen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie in jedem Video oder wie du es auch die Kunden sagst, dass man darf keinen fabrikneuen Wagen erwarten. Wir können uns die Autos nicht aus dem Regal nehmen und sagen, ah hier, fabrikneu in Tornado Rot, in Astral Silber. Das können wir nicht. Wir müssen alles in Handarbeit, feinster, mühseliger, Kleinstarbeit selber machen. Und da finde ich auch Alex' Anspruch immer gut, weil wir werden ja sehr oft kritisiert, dass die Fahrzeuge viel zu teuer seien. Ja.
Aber wenn man es dann genau ausrechnet, ja, man muss das Auto kaufen, es geht in eine Werkstatt, es muss ja wochenlang restauriert werden und die Teile sind arschteuer. Ja. Und du, ich, ja, oder wie ihr auch, ihr wollt ja auch normal Geld verdienen, dass man leben kann. Ne? Ja. Man geht ja nicht mit 6, 7 Euro die Stunde arbeiten. Nein. Macht ja keiner. Genau. Für sich gar keine Ahnung, frech gesagt, was wir für Probleme haben, was wir euch zeigen sollen. Und ja, ich lese alle Kommentare, wirklich. Ja. Du auch? Ja. Ihr habt gesagt, die sind doch viel zu langsam, da bin ich ja schneller im Laufen. Hm. Hör ich jeden Tag, wenn du drehst, jeden Tag. Da ist man zu Fuß ja schneller. Ja. Nein. Nein. Ja, vielleicht 500 Meter zum Bäcker, aber so nach 1-2 Kilometer ist er immer noch schneller. Und wenn es regnet. Auf jeden Fall, wir haben uns jetzt überlegt, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, einer fährt, einer läuft nebenher und mal gucken, wie das bergauf oder bergab? Hier runter und wieder zurück. Bergauf ist vielleicht, aber was machen wir jetzt? Ihr startet hier gemeinsam und dann da unten drehen und wieder hier hoch. Und wer als erstes wieder hier oben ist. Aber ich muss auf, also der läuft, muss auf kein Auto warten. Nein. Einfach nur bis zur Kreuzung, also bis zu den gelben Pinnen rennen und wieder hoch. Genau. Stopp, Zeit oder was? Oder? Nein, der erste ist erster. Achso, nebenbei hello. Weil das Auto ist ja bergab vielleicht ein bisschen schneller, aber bergauf ein bisschen langsamer. Mhm. Runter und dann wieder hoch? Ja. Schaffst du das überhaupt? Schnick, Schnack, Schnuck, dreimal oder einmal? Also der verliert, der läuft. Zwei von drei. Okay, wer verliert, der läuft. Ja, und? Schnick, Schnack, Schnuck. 1-0 für Papa. Schnick, Schnack, Schnuck. Nochmal. Ich wusste es. Okay, alles klar. Ich hab gar nicht. Brunnen. Meine Brunnen. Und er macht jetzt wieder Brunnen. Pass auf. Schnick, Schnack, Schnuck. Alles klar, ich wusste es. Du musst rennen. Ja, ich weiß. Soll ich Sakko ausziehen? Ja, du musst dich schon ganz schön bewegen, ne? Also, ich halte jetzt hier die Kamera, ich muss irgendwie den Ton machen. Ich mit meinen dreimal Brunnen habe eiskalt geloost. Meine Frau wird sich kaputt lachen, weil die behauptet nämlich immer Stein und Bein, dass ich beim Schnick, Schnack, Schnuck bescheiße. Alex macht die Drohne klar. Vielleicht doppeltes Problem hier gerade. Vielleicht stürzt die heute mal nicht ab. Aber wir können es vielleicht ein bisschen, das ist mal vielleicht für euch mal was ganz anderes, weil Alex braucht immer ewig, um das da fertig zu kriegen. Ich behalte mal die Kamera in der Hand und wir laufen mal ums Auto. Kunde hat bei dir bestellt auf Sommerreifen. Ja, richtig. Die Farbe hat er bestellt. Jawohl. Sonst noch irgendeine Zusatzausstattung? Ein ganz einfaches, simples Radio. Simpel zu bedienen. Radio, Knopf an, Knopf Moment. Aus, fertig. Check. Jawohl. Ist wirklich ganz simpel. Mhm. Safety First, Anschnallgurte hat er bestellt. Hier sieht man auch noch mal gut den Unterschied zu den anderen Krankenfahrstühlen, wie groß doch der Kofferraum ist, ne? Auf jeden Fall. Da passen 4 Kisten Wasser rein. Mindestens. Unter Wocheneinkauf. Oder auch ein Rollstuhl sogar, ein Rollator. Das geht auf jeden Fall in den Kofferraum rein. Natürlich kein Rollstuhl mit Elektroantrieb. Da muss man wirklich immer gucken, ob der sich ein bisschen zusammenfalten lässt oder auch nicht. Gibt es verschiedene Modelle, aber da kann ich nicht garantieren, dass jeder Rollstuhl mit Elektroantrieb reinpasst. Das stimmt, wir haben auch schon bei vielen Modellen haben wir mal von Kunden Rollstühle bekommen, um das auszuprobieren, bevor das Fahrzeug gekauft worden ist. Ja. Weil meistens ist vielleicht eine Person gebrechlich, wo der Rollstuhl mitgenommen werden muss. Genau. Und dann kann der Fahrer das hinten reinlegen und so weiter. Ja. Ne? Ja. Ja. Alex, was ist jetzt? Können wir los? Ich mache hier schon deinen Job, du hast schon wieder eine Karte vergessen. Das ist doch schon wieder ein Schweinehund. Wenn sein Arsch nicht angewachsen wäre. Dann hätte ich den recht.
Riesenkiste. Also, ich lege euch jetzt irgendwie ins Auto wegen Ton. Jetzt übernimmt das Teil. Nebeneinander, wo willst du laufen? Rechts. Alex, wo muss er laufen? Rechts, ne? Egal. Gut. 5 Euro, dass gleich mein Hemd hier rausflattert, aber. Soll ich mich auf den Boden stellen und so Kniestarter machen? Warte, ich fahr erstmal daneben. Ja. Drei, zwei, eins, los! Was soll man sagen? Ja, 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 also. Ja, wäre auch. Na klar, man sagt immer ganz schnell, komm, ich lauf, das laufe ich ja schneller. Ja. Aber auf Dauer gesehen läuft das nicht. Guck mal, ich bin. Mir ist sogar kalt, dir ist warm, ne? Jetzt gerade ja. Naja, dafür, dass wir es nochmal umgekehrt machen. Das können wir im nächsten Video machen. Ihre Rettung. Schreibt es in die Kommentare, wir haben noch den Kant, da müssen wir auch mal überprüfen. Jetzt bin ich aber auch Sprintstar, ne? Das muss man auch dazu sagen. Obwohl ich erst sagte, so zum Anfang, ich so, war ganz schön flott. Das Erdanziehung geht ja bergab. Wir haben eigentlich, wir haben das Auto durchgecheckt. Wir sind jetzt nicht mit euch alle Punkte abgegangen, weil es ist echt langweilig. Ne? Wir haben unsere Liste, laufen rum, haken alles ab. Ein paar Kleinigkeiten haben wir müssen wir noch machen. Ne? Ja. Und dann kriegt er nächste Woche den Wagen. Vielleicht macht ihr so eine Abstimmung. Beim nächsten Mal muss ich bestimmt rennen. Wer hatte die bessere Performance? Ja, ich weiß, Alex. Obwohl, ich wär gerne gerannt, eigentlich. Ja, los, Attacke. Nein, das war beim nächsten Video. Ihr sollt ja dranbleiben, abonnieren. Und ich sag mal danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.